Wie ist die aktuelle Corona-Lage im Landkreis Reutlingen? Wie laufen die Impfungen bei den Risikogruppen? Darüber hat Landrat Thomas Reumann auf einer Pressekonferenz informiert. Bisher konnten im Landkreis Reutlingen über 2000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden, berichtet Landrat Thomas Reumann bei einer Pressekonferenz. Der Großteil der Impfungen findet in den stationären Einrichtungen der Pflege- und Altenhilfe statt. Und dort geht es voran. Wir gehen heute davon aus, dass wir bis Anfang März in allen stationären Einrichtungen der Pflege eine erste Impfung durchgeführt haben. Und wir gehen weiter davon aus, wenn wir die Impfdosen bekommen, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dass wir dann bis Ende März sämtliche Pflegeheime durchgeimpft haben mit der ersten und zweiten Impfung. Und danach würden die Einrichtungen der Tagespflege und Behindertenhilfe drankommen, so Reumann weiter. Bisher wird für alle nur der BioNTech-Impfstoff verabreicht. Jetzt kommt ein neuer hinzu. Der AstraZeneca-Impfstoff wird ab heute ausgeliefert, auch bei uns. Und das Land hat dafür vorgesehen, dass, weil er ja zunächst freigegeben ist für Bürgerinnen und Bürger zwischen 18 und 64 Jahren, dass da jetzt richtigerweise, und er unterstützt es, zunächst die Mitarbeiter der Kliniken, der Krankenhäuser geimpft wird. Und diese können den Impfstoff selber abholen im zentralen Impfzentrum und dann in den Krankenhäusern selber impfen. Die Inzidenz im Landkreis beträgt, Stand Donnerstag 12 Uhr, 40,8. Sollte sie über 50 steigen, könnten wieder Ausgangssperren drohen. Allerdings nur dann, so Reumann, wenn die Infektionszahlen im ganzen Landkreis ansteigen und sich beispielsweise nicht nur auf eine einzelne Einrichtung beschränken.